Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Wir machen heute zusammen diese Schokoladentorte hier, und zwar ist das so eine Schokoladenhalbkugel. Da sind insgesamt ungefähr 700 Gramm Schokolade drin, also das ist eine echte Kalorienbombe. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Wir beginnen zuerst einmal damit, Schokolade zu schmelzen, und zwar erstmal für den Teig. Ich nehme hier erstmal die Vollmilchschokolade, gebe die in eine Schüssel, dann gebe ich noch einen Schuss Milch dazu, etwas heißes Wasser in einen Topf, also das Wasser koche ich in meinem Wasserkocher, gebe das dann in den Topf, stelle die Schüssel drauf und dann lasse ich das ungefähr 10-15 Minuten stehen, rühre das ab und zu um und dann ist alles schön geschmolzen. In der Zeit machen wir schon mal mit dem Teig weiter. Hier kommt erstmal etwas Butter in einen Topf, dann noch etwas Zucker, noch etwas Vanillezucker, eine Prise Salz. Das Ganze kommt in die Küchenmaschine und wird mit dem Schneebesen erstmal schön schaumig aufgeschlagen. Während das rührt, kommen dann nach und nach die Eier hinein. Ich fummel die hier mal so auf der Seite hinein. Hier jetzt mal das zweite und hier noch das dritte und letzte Ei. Wenn sich die Butter dann etwas am Rand sammelt, macht ihr die Maschine einfach mal aus, alles hochklappen und dann schabt ihr mal die Butter hier so vom Rand, damit das wieder in der Mitte ist und sich dann auch mit dem Ei schön verbindet. Dann macht ihr die Maschine wieder zu, schaltet alles auf volle Pulle wieder ein und lasst es nochmal 2-3 Minuten rühren, bis es dann auch wirklich schön gleichmäßig ist. Wenn es schön verrührt ist, schaut es dann ungefähr so aus, als so eine cremige, butterige, eierige Masse. Da kommt jetzt mal noch das Mehl hinein, wir sieben das hinein, ich gebe hier mal einen Sieb auf die Schüssel und gebe dann erst das Mehl dazu. Die Schüssel steht übrigens noch auf einer Waage, daher weiß ich auch, wie viel hinein muss. Jetzt noch eine Packung Backpulver und noch etwas Kakaopulver. Das Ganze siebe ich jetzt schön durch, einfach schön hin und her rütteln, am Ende bleiben dann die Klumpen übrig. Man sieht das hier schon, die könnt ihr dann einfach mit der Hand oder mit einem Löffel schnell durchdrücken und dann sind die auch schön fein. Wieder in die Maschine, den Haken habe ich gewechselt, ich habe jetzt den für Kuchenteige drin, schön umrühren und warten, bis es schön gleichmäßig ist. Das ergibt dann so eine schöne braune Masse, die könnt ihr auch gerne mal probieren, schmeckt super. Da kommt jetzt dann noch etwas Creme Fraiche hinein, die geschmolzene Schokolade obendrauf, Maschine wieder zu und schön verrühren. Der Teig wird jetzt noch ein bisschen schokoladiger und noch ein bisschen cremiger, also auch etwas feuchter, man sieht das hier schon. Der wird jetzt dann auch gebacken, hierzu nehme ich mal eine Springform, 20 cm Durchmesser, gebe etwas Butter hinein, verteile die gut, auch schauen, dass die Ränder schön eingestrichen sind, dann ein paar Semmelbrösel obendrauf. Die ebenfalls gut verteilen, die bilden dann so eine Schutzschicht und der Teig löst sich danach wunderbar. Noch ausklopfen und dann wäre die Form erstmal fertig. Da kommt jetzt dann der Teig hinein. Ich gebe den einfach erstmal alles oben drauf und dann verteile ich den gut. Also etwas verläuft der selber. Ich drehe jetzt mal einfach hier noch die Schüssel, damit der Teig an den Rändern auch etwas gerader geworden ist. Und dann passt das schon, der Rest nivelliert sich beim Backen selber aus. Der fertige Teig kommt dann in den gut vorgeheizten Backofen, 180 Grad, Ober- und Unterhitze für ca. 45 Minuten. Einfach mal mit einem dünnen spitzen Messer hineinstechen, schauen, ob noch etwas Teig kleben bleibt. Wenn nichts kleben bleibt, ist er durchgebacken. Wenn er nach dem Backen ungefähr 10-15 Minuten angekühlt hat, können wir ihn auch entnehmen. Er schaut so aus. Ich habe hier den Rand entfernt bzw. den Rahmen, der geht wunderbar runter. Dann nehme ich hier so eine Teigspachtel, fahre einmal am Kreis entlang und dann löst sich der restliche Kuchen bzw. Tortenboden auch sehr gut. Wenn ihr ihn ganz auskühlen lasst, ist das übrigens auch kein Problem. Ich sag mal so, ab 15 Minuten ankühlen kann man ihn entfernen, aber auch wenn er ganz kalt ist, geht er noch weg. Jetzt geht's mal weiter mit der Creme. Hierzu etwas weiße Schokolade in eine Schüssel, wieder hier den Topf, den wir mit heißem Wasser befüllen. Die Schüssel stellen wir dann da wieder darauf und lassen das Ganze wieder so 10-15 Minuten stehen und warten ab. Während der Zeit hacken wir schon mal die Schokoladenstücke. Ich habe hier noch etwas Schokolade, nehme hier mal ein schönes großes Messer und hack die mal etwas klein. Das gibt nachher noch etwas Crunch in der Creme, also die Stücke bleiben nachher ganz. Jetzt geht's mit der Gelatine weiter. Ich habe hier wieder einen kleinen Topf. Da sind 6-7 Esslöffel Wasser drin, da kommt die gemahlene Gelatine hinein. Gut verrühren, damit es gleichmäßig verteilt ist und dann stehen lassen. Die wird jetzt innerhalb von 1-2 Minuten dick und fest und dann können wir sie nachher weiterverarbeiten. Während alles schmilzt und fest wird, machen wir mal mit dem Magerquark weiter. Der kommt hier ebenfalls in eine Schüssel, die Milch dazu und alles wird schön cremig aufgeschlagen. Einfach mit dem Schneebesen volle Pulle 1-2 Minuten laufen lassen, bis es sich schön verteilt hat. Danach erwärmen wir mal die Gelatine. Ich gebe die hier einfach auf den Herd, mache den so auf Stufe 4, warte ein paar Minuten. Ihr seht schon, das wird schon so leicht flüssig und nach 3-4 Minuten wird es immer flüssiger, bis es dann wirklich schön flüssig ist. So schaut es dann aus.
Da geben wir jetzt mal einen Esslöffel von der Quarkcreme hinein, berühren das gut, noch einen, das streckt und verteilt die Gelatine gleich etwas und die ganze Quarkmasse kommt dann jetzt mit in die Schüssel mit dem restlichen Quark. Wieder gut verteilen, damit die Gelatine auch gut untergehoben ist, dann in einer separaten Schüssel mal die Sahne aufschlagen, zusammen mit der Packung Vanillezucker, die gebe ich hier ebenfalls in die Schüssel. Einfach 3 Minuten rühren lassen, dann ist die Sahne steif und dann alles zusammengeben. Die Sahne kommt jetzt mal in die Schüssel mit dem Quark, die hebe ich jetzt hier dann mal unter, einfach oben drauf geben, dann noch die weiße Schokolade oben drauf. Ihr seht schon, das ist ein ganz schöner Berg, die kratze ich jetzt mal hier schön sauber hinein, das Ganze in die Maschine und schön gut verteilen lassen. Wenn das dann schön gleichmäßig verteilt ist, geben wir mal noch die ganzen Schokostückchen hinein, die müssen einfach nur grob verteilt sein, damit es nicht so ungleichmäßig ist, deswegen langt dann da 20 Sekunden aufschlagen. Ich kipp die jetzt hier mal alle oben drauf, dann machen wir die Maschine zu, schalten diese ganz kurz ein, wie gesagt 10-20 Sekunden und dann ist die Creme auch schon fertig. Schaut etwas so aus wie so eine straffierte Hellercreme. Mit jede Menge weißer Schokolade. Nachdem die Creme jetzt fertig ist, schneiden wir mal den Tortenboden in 3 Hälften. Ich habe hier so ein langes scharfes Messer, das ist auch am Griff gerade. Ich habe das hier noch auf so einem Holzblättchen liegen und dann schneide ich hier einmal schön im Kreis entlang. Das funktioniert echt gut, der Schnitt wird sauber, man verheddert sich nicht irgendwo. Es sind nicht so arche Krümel und Brösel in der Mitte, also die Technik kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr seht es hier schon, wenn ich hier mal den Boden wegtue, schöner, glatter, gerader Schnitt. Das mache ich jetzt hier mit der zweiten Hälfte auch mal, wieder schön mit dem Messer rein und so schauen dann die 3 Tortenböden aus. Sie sind schön schokoladig, sie sind auch schön saftig, man sieht es hier, es sind so saftige Stellen drin, der Schnitt ist schön sauber, also diesen Boden als Grundboden für irgendwie Kuchen oder Torte kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr sowas öfter macht, merkt euch dieses Rezept. Jetzt befüllen wir aber auch mal alles. Ich habe hier so eine Schüssel, da passt der Boden direkt perfekt rein. Sind 20 cm, dann habe ich noch 2 weitere Schichten, da nehme ich hier so einen Topfdeckel, schau, dass der ungefähr in der Mitte ist und schneide mir dann den Boden zu. Einmal draufsetzen und dann einmal schön im Kreis herum. Das Ganze kann ich jetzt entnehmen, schöner Teigring, hat gut funktioniert, Teig ist auch relativ stabil, damit bricht jetzt nichts großartig durch. Den schiebe ich jetzt mal auf die Seite und dann machen wir noch den dritten. Hierzu hole ich wieder meine Schüssel, nehme einen ganz kleinen Deckel und schneide wieder einmal außenrum. Den Teig kann man wieder entfernen, hält wieder ganz gut. Die Schüssel nehmen wir jetzt her und legen die mal mit Glassichtfolie aus, damit die Creme dann nachher nicht an der Schüssel haftet, sondern wir das alles wieder schön stützen können. Einfach mal schön auslegen, ich brauche hier mal 2 Streifen, da die Schüssel etwas größer ist. Dann gebe ich am Anfang mal etwas Creme in die Schüssel, so 2-3 cm Dicke, nehme den kleinen Boden und drücke den mal schön hinein, damit die Creme auch unten schön gerade verteilt ist. Wieder etwas Creme drauf, wieder so 3 cm ungefähr, schön drauf verteilen und dann wieder den nächsten Tortenboden. Jetzt kommt dann auch die restliche Creme hinein, also ihr könnt einfach alles oben drauf geben. Bei mir ging das wunderbar auf, hat super funktioniert. Wenn die Creme dann drin ist, kommt der nächste Boden darauf. Einmal schön oben drauf drücken und das ganze Teil muss jetzt in den Kühlschrank für ungefähr 3-4 Stunden, damit die Gelatine ihre Arbeit machen kann und alles schön fest wird. Danach stützen wir es mal. Ich gebe hier erstmal den Teller auf die Schüssel, dann drehe ich das zusammen um und dann kann man die Schüssel einfach wegheben. Das soll es keine Komplikationen geben, denn die Folie trennt ja die Schüssel und den Kuchen. Einfach nur schauen, dass die Folie nicht an der Schüssel klebt und dann kann man das schön hochheben. Jetzt könnt ihr auch noch die Folie abziehen, das geht ebenfalls ganz gut. Ab und zu sieht man so Falten, wo die Folie Falten geworfen hat, hat natürlich auch der Quark jetzt eine Falte, aber das ist nicht weiter tragisch, denn es kommt ja noch etwas Schokolade oben drauf. Die Schokolade habe ich hier auch gleich mal schon geschmolzen, ich denke, das habt ihr jetzt schon oft genug gesehen. Die gebe ich mal in so einen kleinen Gefrierbeutel. Ich habe den etwas zusammengestülpt, gebe die jetzt hier mal rein, ziehe den wieder nach oben und schaue, dass das alles in einem Eck ist. Das Eck habe ich dann abgeschnitten und dann verteile ich das mal so, damit es hier am Rand immer so schön runterläuft und dann hier so ein Muster ergibt. Die Schokolade läuft jetzt nicht ganz weit runter, denn der Kuchen ist ja noch kalt und wo die Schokolade auftrifft, wird das Ganze wieder fest. Deswegen müsst ihr hier keine Sorgen haben, damit das alles auf den Teller läuft und da kleben bleibt. Wenn ich damit fertig bin, schaut der Kuchen auch so aus. Ich finde, er ist super geworden, geschmacklich natürlich auch, also ist echt richtig viel Schokolade drin. Das Schokoladentopping lassen wir jetzt noch auskühlen und dann schneiden wir das Ganze auch schon an. Ich habe hier mal ein scharfes Messer. Das Problem ist natürlich jetzt, damit die Schokolade oben sehr fest ist, also ihr müsst da entweder gut durchschneiden oder noch besser, ihr macht euer Messer warm, dann funktioniert das Ganze noch besser. Ich schneide hier jetzt mal vorsichtig um die Schokolade drumherum und versuche, damit da nicht zu viel kaputt geht und dann entnehme ich mir mal ein Stückchen.
So schaut dann das Stückchen aus. Man sieht schön unten den Boden, dann Creme, Boden, Creme. Das hat wunderbar funktioniert. Es ist auch alles halbwegs gleichmäßig verteilt. Da gibt es nichts zu meckern. Wir probieren das Ganze mal. Ich kipp das hier mal, damit man etwas besser runteressen kann. Nehme dann hier meine Gabel und gönne mir mal ein schönes Stück. Ich muss sagen, es schmeckt auch echt gut. Die Creme ist wirklich super. Ist natürlich recht süß, da viel weiße Schokolade drin ist. Aber wer auf weiße Schokolade steht, sollte das unbedingt mal nachmachen. Das ganze Teil ist zwar eine Kalorienbombe, aber geschmacklich 1A. Ich hoffe mal, euch hat es jetzt gefallen. Ihr könnt gerne ein Abo oder einen Daumen da lassen, wenn es euch gefallen ist. Ihr könnt natürlich auch gerne das Video teilen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und dann bis zum nächsten Mal.